Hi Leute, ich bin's mal wieder, Powder Rose. So, liebe Leute, heute mal ein spontanes Video mal wieder von mir. Ja, ich hoffe, euch geht's soweit allen gut. Und ja, bei mir passt eigentlich. Ich habe nämlich jetzt Urlaub. Also ich hatte letzte Woche Urlaub und diese Woche jetzt noch auch. Und ja, es wird langsam Herbst, vielleicht langsam etwas kühler. Ja, aber ein bisschen Sonne kommt noch raus und ja, wir genießen einfach die Zeit. Und heute waren wir ein bisschen in der Stadt bummeln, ein bisschen einkaufen, war ganz lustig. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich mache schnell das Video noch und danach kochen wir. Yay! Yeah. So Leute, und zwar, ich war mal wieder shoppen. Was heißt shoppen? Ich habe online geshoppt. Und zwar ist das mal heute ein etwas anderes Thema, und zwar, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal erwähnt habe, und zwar, ich bin ja auch noch ein bisschen Anime- und Manga-Fan. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Also Mangas sind japanische Comics und Animes sind dann sozusagen zu den Comics, die ja, die Zeichentrickserien auf gut Deutsch dazu. Genau, und da bin ich ein bisschen Fan und ja. Und in letzter Zeit hat es mir so eine Reihe arg angetan, und zwar die heißt Precure oder Pretty Cure. Das ist so eine Magical Girl Serie, also das heißt, Magical Girl ist so ein Genre von Anime. Das sind halt so Mädchen, die sich mit Zauberkraft in ja so super Heldinnen verwandeln und dann gegen das Böse kämpfen. Genau, und diese Serie, wo ich eben gerade arg schaue, heißt Precure, Pretty Cure, und da kommt so jedes Jahr in Japan eine abgeschlossene Staffel raus, ist immer unabhängig voneinander, und ich finde es total süß und ja, ist eigentlich für Kinder, aber ich finde es total süß und ich stehe dazu und es ist echt total niedlich. Und ja, die aktuelle Staffel heißt Kira Kira Precure à la Mode, genau, und da geht es um fünf Mädels, die ja halt Zauberkräfte durch Süßigkeiten haben sozusagen, und die arbeiten wie in so einem Café und machen lauter Kuchen und Cupcakes etc. Genau, und die können sich eben verwandeln, und jede hat so einen anderen Tierpatron, sagen wir es mal. Die eine hat nämlich Hasenohren, die andere Eichhörnchenohren, die andere hat dann den Patron Löwe sozusagen, wieder die andere Katze, die andere einen Hund oder Wolf, es sind sechs, sorry, und die sechste so ein Pegasus, fliegenden Pegasus, genau, haben dann alle eben so schöne Outfits nach der Verwandlung. Ich kann euch hier mein Bild einblenden, und ja, und jeder hat dann eben ein Merkmal von dem entsprechenden Tier, genau, und ich stehe total auf diese Serie, die ist so süß, und ja, da kommt jetzt jede Woche eben eine Folge raus in Japan, und am Ende der Woche wird dann online immer eine Folge mit englischen Untertiteln hochgestellt. Die schaue ich dann immer an, genau. Und ich habe mir jetzt zu dieser aktuellen Serie zwei Figuren, weil da gibt es dann eben immer total viel Merchandise, CDs, DVDs, Spielzeug und eben auch so Figuren. Und von meinen zwei Charakteren habe ich mir in Japan auf eBay die Figuren bestellt, und die waren jetzt super schnell da, und ja, ich glaube, gestern habe ich es geholt, das Paket, und ja, ich werde es jetzt mit euch auspacken, und ich hoffe, es gefällt euch, diese Art von Video, mal ein bisschen andere Input sozusagen. Genau, und wir fangen an. Mein Messerchen, und los geht's. Dass ihr es mal seht, total super verpackt. Ich bin gespannt. Ja, es ist immer ein bisschen Risiko, in Fernost oder Asien zu bestellen, weil es gibt halt ein paar nicht so tolle Verkäufer, aber ich schaue eben immer auf die Bewertungen, und ich bin bis jetzt eigentlich noch nie wirklich reingefallen. Oh mein Gott! So cute. Okay, ich mache mir hier Platz. Also, total süß, wir fangen mal an. Und zwar der erste Charakter, dass ihr das mal seht. Total süß, also das ist das Mädchen, die heißt, normal heißt sie Yukari, und nach der Verwandlung heißt sie dann eben Cure Macaron. Genau, die ist so in lila gehalten mit den Katzen und Katzenschwanz, total süß. Und genau, als Kuchendetail hat sie dann noch einen Macaron, genau. Ich zeige euch die mal von allen Seiten, die Box, total süß. Genau, und hier drüben, ne?
Oh, ich finde die so toll und das ist ja so süß. Und zwar, ich zeige euch hier hinten noch andere Charaktere, die beiden, weil das ist ein Mädchen, die sieht aus wie ein Junge und die beiden sind ein Liebespaar im Anime. Total toll und ich finde die beiden so süß und ja, das ist eher so die kühle Schönheit in dem Anime, aber eigentlich ist dahinter ein weicher Kern und ich finde die total toll. So, ich zeige euch noch kurz die andere. Und zwar, das ist die mit dem Pegasus. Und zwar, die heißt vor der Verwandlung Ciel, also Ciel auf Französisch Himmel. Genau. Und nach der Verwandlung heißt sie Cœur Parfait. Genau. Also, die hat das Pendant Pegasus und eben als ja, Süßigkeit Parfait, also ein Parfüm. Genau, hier noch von der Seite. Und hinten wieder ist der gleiche hinter, also hinten ist es gleich wie bei der anderen, bei Kio Macaron. Und hier. So, da Leute. Und wir werden das jetzt auspacken zusammen. So, da. Ich hole euch jetzt mal eine Etage tiefer, dass ihr das alles seht. Hallo Leute, willkommen zurück. So, da, wir fangen jetzt an mit Kio Macaron, die ich euch als erstes gezeigt habe. So, da, dann machen wir das mal auf. Oh Gott, ich mit meinen Nägeln wieder, ich sag's nur. Oh Gott. Ja, ist nicht so schön aufgegangen wie gedacht. Yay. Und zwar, wir müssen die jetzt nämlich dann noch zusammenpacken. Das sieht dann so aus, so ein Plastikdinger, so abgetrennt. Und ja, genau, das ist der Inhalt. Und hier ist noch ja, so ein Wischwasch auf Japanisch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es euch mal erzählt habe. Ich habe ja mal eine Zeit lang so 2 Jahre Japanisch gelernt. Ein bisschen kann ich es, aber ja, habe schon länger nicht mehr gemacht, weil der Kurs ist ein bisschen zerschlagen. Aber ich würde es gerne mal wieder weiter lernen. Aber irgendwie fehlt die Motivation, weil die Unterlagen habe ich noch. Aber naja, ein paar Sachen konnte ich lesen, aber egal. Auf die Seite und ja. Oh, da ist noch eine kleine Süßigkeit. Das ist so, ja, gang und gäbe in Japan bei so Figuren ist immer so eine kleine Süßigkeit. Ein Bonbon werde ich mir später schmecken lassen. Also hier, die bauen wir jetzt zusammen, dass sie dann so aussieht. Dann wollen wir mal anfangen. Also als erstes haben wir hier so diesen Ständer sozusagen. So sieht er aus. Hier kommen dann die Füße rein und hier für den Körper dann, das können wir hier so rein wupseln. Gott, ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ich schau mal in die Instruktion. Oh, ich habe es intuitiv richtig gemacht, genau. So, dann haben wir hier noch den Torso und die Beine. Genau, so, dann. Also, was ist jetzt welcher? Gut, bin ich jetzt blöd? Ah, okay. Jetzt schauen wir mal, Leute. Ich hoffe, ich kriege das jetzt gut hin. Nee, wisst ihr was? Ich tue das jetzt erstmal die Beine in den Torso. Also, ich schaue sie mir mal an. Oh, voll süß. Ich hatte ja so Bedenken, weil ich bin so pingelig, dass sie nicht so schön bemalt ist, aber sie ist voll toll. So süß. Und diese ganzen Violetttöne. Total schön. So, dann ich stecke die jetzt mal hier rein. Geht ja voll einfach. Oh, sie steht wie eine richtige Lady. Genau, und das wird jetzt hier noch. Oh Gott. Oh, doch, ich krieg das. Mit den Nägeln natürlich noch. So. Oh Gott, ich muss das jetzt hier irgendwie noch. Ja. Jetzt. Ja, ihr seht alles, ne? So. Ja, perfekt, sie steht. So, Leute, so sieht sie jetzt aus. Total süß. Oh mein Gott, she's so cute. Ich hoffe, ihr seht das. Ich hole die Kamera mal hier. So, da. Voll süß, oder? Ich finde sie so putzig. Also, das ist jetzt Cure Macaron. Einmal drehen. So süß.
Und die Details finde ich auch voll schön. So süß. So. Okay. Also Nummer 1 ist fertig. Gut, und jetzt kommen wir zur Nummer 2, Cure Parfait. Weil die mag ich ja irgendwie noch lieber. Die ist so ein bisschen französisch angehaucht und in der Serie spricht sie auch immer ein bisschen französisch. Also gleiches Spiel hier, wieder eine kleine Süßigkeit. Wieder der Wisch hier auf Japanisch, genau. Oh Gott, also hier haben wir wieder alles. Schneiden wir es wieder auf. Also hier wieder der Ständer. Ah, und hier unten wieder das Ding zum Befestigen. Ich gucke gleich mal, wie das hingehört. So gehört es hin. So, gut. Dann einmal ihren Körper. Und ganz wichtig, ihr Oberteil. Oh, she's so cute. So süß. Okay. Die ist jetzt einfach reinschieben. Oh, so cute. Ja, ein paar Mängel hat's, aber mein Gott. Ist so. Also, ich fixiere sie mal, so, und hinten irgendwie, das Ding kommt an ihre Haare hin. Okay, sie steht, total potze. Ich zeig sie euch mal von mir. Also, total süß, das ist jetzt Cure Parfait. Einmal rumdrehen, rum. Voll süß. So, ich stelle jetzt mal Cure Macaron noch daneben. Also, meine beiden Schönheiten jetzt. Ich weiß nicht, erkennt ihr das gut? Ich denke schon. So, total süß, die beiden. Oh, ich bin stolz. Ich finde sie echt süß. Und so noch ein bisschen mit der Kamera, dass ihr das gut seht. So süß. Yay. So putzig die beiden. Okay, Leute. Das war's jetzt eigentlich schon mit meinem Video. Also, ich habe jetzt wieder zwei neue Staubfänger in meiner Wohnung. Und ja, ich bin echt zufrieden. Also was ich total süß finde, hier dieses Detail mit diesem Regenbogenverlauf von ihrem Kleid. Sie ist so süß bei Cure Parfait. So goldig. Und hier hat sie noch die Flügel und hier eben die, die Pegasus-Ohren. Total süß. Und das Schwänzchen natürlich noch. So, was kann man hier noch bei Cure Macaron hervorheben? Was ich noch so süß finde, weil sie hat hier hinten so eine Schleife um den Hals gebunden. Total süß und hier oben der Macaron, so goldig. Ich habe mir gedacht, vielleicht tue ich die noch mit so Glitzersteinchen, so kleinen veredeln und ja, mal gucken. Also, ich bin total stolz und ja. So Leute, das war es, ein kleines, feines Video und ja. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und ja, bis zum nächsten Video und ja, ich nerv euch noch ein bisschen, schaut mal in meinem Instagram-Account mal nach. Verlinke es in der Infobox. Da bin ich ein bisschen öfter aktiv, sag mal so. Und ja, post ab und an ein paar Bilder und da könnt ihr mir dann immer folgen und auf dem Laufenden bleiben. Genau, und ja. Was ich dann jetzt noch so plane für Videos, ich habe jetzt ein bisschen eine Liste, also was ich auf jeden Fall machen werde, ist das erste Kapitel von meiner Geschichte vorlesen. Dann eine liebe Abonnentin hat gemeint, vielleicht noch meine Lieblingsschmuckstücke zeigen, das habe ich auf dem Schirm. Dann, was ich auf jeden Fall noch machen wollte, ist meine Top-Parfums zeigen, weil ich stehe total auf Parfum. Das will ich auf jeden Fall machen und ja, vielleicht noch ein weiteres Gedicht, das habe ich geschrieben letztens. Aber da muss ich noch ein bisschen rum und rumschreiben und ein bisschen abändern. Aber genau, auf das könnt ihr euch dann freuen in nächster Zeit. Also meine Lieben, macht's gut und wir sehen uns. Baba!